Heute geht's bei mir drunter und drüber. Ich habe schon eine Köchin und einen Taxifahrer vermittelt. Hallo Nicole, hast du für mich auch eine Arbeit? Hallo Barbie, war die letzte Arbeit wieder nichts für dich? Nee, die war wirklich überhaupt nichts für mich. Bitte schau doch, ob du was anderes für mich hast. Okay, Barbie, eine Chance bekommst du noch. Ah, ich hab was für dich. Auf der Baustelle wird jemand gesucht. Das könnte interessant werden. Ja, okay, Nicole. Also gut. Das brauchst du alles auf der Baustelle. Und der Helm ist besonders wichtig. Eine Weste, ein Gürtel mit Werkzeug. Oh, der Helm ist rosa. Super. Dankeschön, Nicole. Tschüssi. Tschüss, Barbie. Oh mein Gott, ist das laut hier! Überall diese Baustellenfahrzeuge! Oh Mann, ich bin voll mit Sand! Junge Dame, ist das Ihr Schutzhelm? Oh ja, dankeschön. Ich frage mich, was Sie hier auf der Baustelle zu suchen haben. Das ist mein erster Arbeitstag. Ich arbeite jetzt hier. Sie? Eine Frau auf der Baustelle? Ja, natürlich. Wir Frauen können alles machen, was auch Männer machen können. Warum denn auch nicht? Mal sehen, wie lange sie das durchhält. Ist das schwer? Ich krieg das einfach nicht hoch. Was machen Sie denn da? Ich versuche natürlich, diesen Block hochzuheben. Was denn sonst? Einer dieser Blöcke wiegt über 500 Kilo. Nur der Kran kann die hochheben. Aber ich weiß ja gar nicht, wie man so einen Kran bedient. Ja gut, dann gebe ich Ihnen eine andere Arbeit. Aha, ich soll also diesen Baumstamm schneiden. Ach, das kann ja nicht so schwer sein. Das ist ja gar nicht so einfach. Sie haben den Baum ja noch gar nicht durchgesägt. Ich glaube, dass die Säge einfach nicht scharf ist. Sie haben ja auch die falsche Säge benutzt. Das konnte ich doch nicht wissen. Schon okay, ich säge den Baumstamm durch. Am besten, Sie helfen uns in der Küche. Sehen Sie, hier ist die Küche. Wir möchten heute einen Eintopf essen. Hier ist, was Sie dafür brauchen. Hä? Und für wie viele Personen muss ich kochen? Wir sind, mal überlegen,
30 Personen. Was? Für 30 Personen? Nee, nee, ich bin doch keine Köchin. Oh nee, die Arbeit auf der Baustelle ist nun wirklich nicht das Richtige für mich. Das war ja klar, dass die nicht lange durchhält.